Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Bitte nehmen Sie Platz. Liebe Anwesende, liebe ZuschauerInnen an den Bildschirmen, mein Name ist Ulrike Laux. Ich bin Mitarbeiterin in der Abteilung Jugend im Bistum Trier. Zusammen mit meinem Kollegen Alois Perling darf ich den Arbeitskreis Queer im Bistum Trier leiten. Mit deren Mitgliedern haben wir diesen ökumenischen Gottesdienst vorbereitet, den wir heute mit Ihnen gemeinsam feiern möchten. Die Sammelbezeichnung Queer, wie wir ihn für unseren Arbeitskreis verwenden, steht für Menschen in ihrer sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt. Für Menschen, die lesbisch, schwul oder bisexuell, trans oder intergeschlechtlich sind oder darüber hinaus möglicherweise auch noch einen ganz anderen Begriff wählen, um ihre sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zum Ausdruck zu bringen. Nach der Diözesansynode 2016 wurde im Abschlussdokument festgehalten, dass das Bistum Trier das Gespräch mit queeren Menschen suchen und den Dialog pflegen möchte. Das haben queere Menschen zum Anlass genommen, die Initiative zu ergreifen. Sie sind von sich aus auf Mitarbeitende des Bistums Trier zugegangen und haben sich für Gespräche angeboten, wofür ich stellvertretend für das Bistum sehr dankbar bin. Denn daraus ist der Arbeitskreis Queer im Bistum Trier entstanden. Er setzt sich zusammen aus Menschen, die der queeren Gemeinschaft angehören und Menschen, die sich als UnterstützerInnen bezeichnen. Teilweise sind die Mitglieder im Bistumsdienst angestellt, ein Großteil bringt jedoch ehrenamtlich ein Engagement ein. Im Arbeitskreis arbeiten wir insbesondere zu drei Schwerpunktthemen. So ist es uns ein Anliegen, das Thema auch im ländlichen Raum voranzubringen, Fortbildungsangebote für Mitarbeitende zur Verfügung zu stellen und auch seelsorgliche und geistig-spirituelle Angebote sowie Gottesdienste anzubieten, die derart gestaltet sind, dass sich alle Menschen und insbesondere queere Personen, Paare und Familien herzlich willkommen fühlen können. Beispielhaft sind hier die Queer-Gottesdienste zu nennen, die jeden dritten Samstag im Monat in Saarbrücken-Brebach gefeiert werden, die ökumenischen Regenbogen-Gottesdienste für Paare zum Valentinstag im Dekanat Simmern-Kastelaun, wie auch die Gottesdienste vom Team Queer Herz Jesu in Trier. Die Unterschiedlichkeit, die die Arbeitskreismitglieder in ihrer Persönlichkeit, Fachlichkeit und Profession mit sich bringen, trägt dazu bei, zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten zu arbeiten, das Thema auf unterschiedlichen Ebenen mit und für queere Menschen voranzubringen und im Bistum Trier sichtbar zu machen. Was allen Mitgliedern trotz ihrer Unterschiedlichkeit jedoch gemeinsam ist, ist das Ziel, einen Beitrag dazu zu leisten, Vorurteile gegenüber queeren Menschen abzubauen und allen Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität den Respekt und die Akzeptanz zu verschaffen, die sie verdienen. Die Diskussion über queere Menschen in der Kirche ist komplex und kontrovers, da es unterschiedliche theologische Deutungen gibt und auch Gruppierungen und Einzelpersonen dazu unterschiedliche Ansichten haben. Queere Menschen sind jedoch ein Teil unserer Kirche und ein Teil einer vielfältigen Gesellschaft. Jeder Mensch hat das Recht, so zu leben, wie es für ihn am authentischsten ist, ohne Diskriminierung oder Ausgrenzung befürchten zu müssen. Zusammen mit Alois Perling bedanke ich mich bei den Mitgliedern des Arbeitskreises für die zielstrebige, inspirierende und verantwortungsbewusste Zusammenarbeit. Auch mit einer großen Portion Geduld tragt ihr dazu bei, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität und sexuellen Orientierung,
bestenfalls irgendwann völlig selbstverständlich ihren Platz in der Kirche einnehmen dürfen. Im Namen des AK bedanke ich mich herzlich bei Pfarrerin Sabine Schwenk und Bischof Stefan Ackermann für die Möglichkeit der festlichen Gestaltung dieses ökumenischen Gottesdienstes hier im Trierer Dom, der musikalisch von Josef Still und Julius Milde begleitet wird. Auch Ihnen und allen weiteren Personen, die zum Gelingen dieses Gottesdienstes beitragen, unseren herzlichen Dank. Es ist entscheidend, dass alle Menschen in der Kirche willkommen geheißen werden und dass Liebe und Mitgefühl im Mittelpunkt stehen. Es ist wichtig, dass Kirche ein Ort der Inklusion und des Respekts für alle Menschen in ihrer Vielfalt ist. Gemäß der Aussage, unter Gottes Himmel haben alle Platz, fühlen Sie sich daher nun alle herzlich eingeladen, diesen Gottesdienst gemeinsam zu feiern. Vielen Dank. In der Bibel finden wir Gebete und Lieder von Menschen, die wie wir Freude und Glück, Trauer und Unglück, Schutz und Hilfe, Verlassenheit und Einsamkeit, Segen, Begleitung und ganz viel von Gottes Liebe erfahren haben. Ihre ganz persönlichen Erfahrungen haben diese Menschen nicht nur vor Gott gebracht, sondern auch tradiert. Sie sind uns überliefert in den Psalmen. Und nun wollen wir gemeinsam miteinander in einer modernen Übertragung ein Gebet nach Psalm 18 sprechen. Sie finden dieses Gebet in Ihrem Liedblatt. Ich liebe dich, mein Gott. Du verwandelst meine Schwachheit in Stärke. Wie ein Vater reichst du mir deine kräftige Hand. Auf deinen Armen fühle ich mich sicher, wie auf einem Fels, wie in einer festen Burg. Wie eine Mutter beschützt du mich. Jederzeit finde ich bei dir Nähe und Geborgenheit. Du bist meine Zuflucht. Als ich in Not war, griff deine Hand nach mir. Sie fasste mich
und zog mich aus den Fluten. Du lässt mein Lebenslicht wieder strahlen. Du holst mich aus dem Dunkel und machst mein Leben hell. Wenn Mauern meinen Weg versperren, mit dir, meinem Gott, überspringe ich sie. Du gibst mir Kraft zum Kämpfen und stellst mich auf einen geraden, von dir gut bereiteten Weg. Ich kann ohne zu straucheln vorwärts gehen. Du hast den Weg vor mir freigemacht. Mein Gott, darum will ich dir immerzu dankbar sein und dich lieben. Vor den Menschen rühme ich deine Nähe und Stärke. Gott verwandelt. Gott hat damals das Leben des Psalmbeters verwandelt, war wie Vater und Mutter für ihn, gab ihm Schutz und Sicherheit, rettete sie aus großer Not. Gott verwandelt, damals wie heute. Er verwandelt mein Leben, gibt mir die Kraft, Mauern zu überwinden, Grenzen zwischen Menschen abzubauen. Ich muss nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen. Nein, mit Gott kann ich über Mauern springen. Und somit gibt Gott mir immer wieder neue Perspektiven. Ich kann mein Leben mit seinen Augen anders betrachten und selbst durch seine Liebe dazu beitragen, dass sich mein Leben verwandelt. Dass ich in seinem Licht lebe und andere bestärke, mit Gott gemeinsam Mauern zu überspringen und Fronten aufzureißen, nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern mit beiden Füßen mit Freude über die Mauer. Wir beten. Gott, uns, du hast jede und jeden von uns geschaffen, einzigartig und wunderbar gestaltet. Du warst schon mit uns, lange bevor wir das Licht der Welt erblickt haben. Mit dir werden auch die dunkelsten Ecken in uns hell. Schau uns an und hilf uns, einander in Liebe anzuschauen mit dir. Öffne jetzt unsere Ohren und unser Herz für dein gutes Wort. Amen.
like I'm longing to live. Now I wish I could do all the things that I can do. Though I'm way overdue, I'd be starting anew. Well, I wish I could be like a bird in the sky. How sweet it would be if I found I could fly. Oh, I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd sing, 'cause I'd know, yeah. Then I'd sing, 'cause I'd know, yeah. Cause I know how it feels. Oh, I know how it feels to be free. Yes, I know how it feels to be free. To be free, yeah, yeah, yeah. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von dem, was du gemacht hast. Denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. Wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand haben? Oder wie könnte etwas erhalten bleiben, das nicht von dir ins Dasein gerufen wäre? Du schonst alles, weil es dein Eigentum ist. Herr, du Freund des Lebens, Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Römerbrief. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag.
Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister im Glauben, zunächst möchte ich einfach sagen, dass ich mich freue, dass wir zum zweiten Mal im Rahmen unserer Heilig-Rock-Tage einen Gottesdienst feiern, zu dem in besonderer Weise Menschen eingeladen sind, die sich zur queeren Community zugehörig fühlen und Menschen, die sich diesen Personen besonders verbunden fühlen. Und deshalb danke ich dem Arbeitskreis Queer im Bistum Trier noch einmal auch für die Initiative und die Vorbereitung dieses Gottesdienstes. Wenn wir während unseres Bistumsfestes einen solchen Gottesdienst feiern, dann setzen wir damit ein Zeichen. Wir legen gewissermaßen ein Bekenntnis ab und sagen, wir wollen ein Bistum sein, das die Vielfalt schätzt. Die Vielfalt von Glaubens- und Lebenswegen, die Vielfalt von Gottes- und Kirchenbildern, die Vielfalt der Generationen und nicht zuletzt die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, die es unter uns und in unserer Mitte gibt. Wenn wir während unseres Bistumsfestes einen solchen Gottesdienst feiern, dann ist das auch Ausdruck unserer Solidarität mit Menschen, denen bis heute aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität Unverständnis, Ausgrenzung, ja nicht selten sogar Hass und Gewalt bei uns und weltweit entgegenschlagen. Wenn wir während unseres Bistumsfestes einen solchen Gottesdienst feiern, dann kommen wir auch nicht an dem schmerzlichen Bekenntnis vorbei, dass die Gemeinschaft der Kirche dem, was Menschen in ihrer Mitte und außerhalb an Unrecht angetan worden ist, sich nicht nur nicht entgegengestellt hat, sondern Ablehnung und Ausgrenzung mit ihrer Lehre verstärkt hat. Liebe Geschwister im Glauben, ich hoffe, es ist spürbar, dass wir als katholische Kirche seit der jüngsten Vergangenheit auf dem Weg des Lernens und der Veränderung sind. Und das ist gut so. Über die Geschwindigkeit der Veränderung, da kann man natürlich geteilter Meinung sein. Doch wir werden auf dem Weg weitergehen. Und dazu bitte ich ausdrücklich auch weiterhin um die Hilfe und Unterstützung derjenigen, die sich der queeren Community zugehörig fühlen oder ihr in besonderer Weise verbunden sind. Wir brauchen diese Unterstützung. Und wenn wir während unseres Bistumsfestes einen solchen Gottesdienst feiern, dann tun wir es nicht nur, um ein öffentliches Bekenntnis abzulegen, das auch, das tun wir, das ist ja auch schon deutlich geworden in den Einleitungsworten und der Begrüßung von Frau Laux. Aber wenn wir Gottesdienst feiern, dann tun wir das ja auch, um uns ermutigen zu lassen aus der Nähe und der Zusage, die von Gott kommt. Und wir brauchen Ermutigung. Und ich meine dieses Wir nicht rhetorisch, sondern ernst. Alle, die sich für die Rechte queerer Menschen einsetzen und das vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten, brauchen langen Atem und Ermutigung. Und da kann unser Glaube uns wirklich Kraftquelle, Ressource sein. Aber auch diejenigen, die in der Kirche Entscheidungsverantwortung haben, auch die, auch wir bedürfen der Ermutigung. Ich sehe an diesem Abend drei ermutigende Zusagen, die Gott uns gibt. Zunächst
Wir haben die Lesung aus dem Buch der Weisheit gehört. Gott ist ein Freund des Lebens. Er hat alles, was ist, ins Dasein gerufen. Er verabscheut nichts von dem, was er gemacht hat. Das Buch der Weisheit spricht sogar davon, dass alles und alle, die Gott geschaffen hat, sein Eigentum sind. Gott sei Dank. Denn der Eigentümer Gott geht mit seinem Eigentum achtsam um. Sorgsam. Er ist kein Despot, sondern er schützt sein Eigentum. Und das heißt in der Konsequenz für mich, die Erde und das Leben sind uns als Leihgabe anvertraut. Wir sind nicht deren Besitzer. Von Gott als dem Eigentümer des Lebens zu sprechen, das schützt die Würde der Geschöpfe, insbesondere die Würde des Menschen. Keiner ist das Eigentum des anderen. Keiner darf so über einen anderen verfügen, als ob die Person des anderen mir gehörte. Die Würde des Menschen, des anderen, ist unantastbar, weil der Mensch Gottes Eigentum ist. Und ein zweites. Wir haben es in der zweiten Lesung gehört aus dem Römerbrief. Gottes Liebe zum Leben und zu dieser Welt wird nach unserer christlichen Überzeugung nirgendwo so konkret sichtbar wie in Jesus Christus. In ihm ist Gott Mensch geworden. In ihm, den zu Unrecht Verurteilten, teilt Gott sein Leben mit uns. Diese Geste der Liebe nimmt Gott niemals zurück. Und so kann Paulus in seinem Brief an die Christinnen und Christen in Rom fragen, was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Und er gibt sich ja selbst die Antwort und sagt, nichts kann uns davon scheiden, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch irgendwelche Gewalten in der Höhe oder in der Tiefe. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Für mich ist das Wunderbare an dieser Formulierung des Paulus immer wieder, dass Paulus, wenn er da von der Liebe spricht, ja nicht die Liebe meint, die wir haben, die Liebe, die wir für Gott empfinden. Diese Liebe ist bekanntlich Schwankungen unterworfen. Unsere Liebe ist oft schwach und brüchig. Nein, der Garant ist die Liebe, die Gott zu uns hat. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus zu uns hin ist. Diese Liebe ist stärker als alles. Und ein drittes, mit dir, so heißt ja das Leitwort unserer diesjährigen Heiligrocktage. Auch das ist ein Wort der Zusage und der Ermutigung. Gott hat es durch den Mund seines Propheten in einer schwierigen Zeit gesprochen, einer Zeit des Exils, der Heimatlosigkeit Israels. Und im Zusammenhang heißt dieses mit dir oder klingt dieses mit dir so, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, hab keine Angst, ich bin dein Gott. So sagt Jesaja im Auftrag Gottes. Wenn Gott so spricht, wenn er sagt, ich bin mit dir, dann sagt er damit doch zugleich auch, ich möchte dich nicht missen. Du bist mir wertvoll. Ich brauche dich. Ohne dich fehlt mir etwas. Ich will mit dir sein. Liebe Geschwister im Glauben, wir dürfen Gottes mit dir in diesen Tagen hier in Trier ganz bewusst hören und dürfen dieses Wort auch explizit, ganz ausdrücklich auf uns beziehen. Das Wort, ich bin mit dir, so sagt Gott, dieses Wort wird seine volle Wirkung entfalten, wenn wir nach Gottes Vorbild bereit sind, uns in unserem Denken und Handeln von diesem Liebenden mit sein Gottes, mit seinen Geschöpfen prägen zu lassen. Amen. Full of peace.
Du Gott aller Menschen, auch wenn wir im Rahmen der Heiligrocktage heute gemeinsam einen ökumenischen Gottesdienst feiern, so ist die Christenheit doch weiterhin getrennt. Und so bitten wir dich um die Einheit der christlichen Kirchen und aller ChristInnen, die an dich glauben. Wir rufen zu dir, wir bitten dich, Herr. Du Gott aller Menschen, unsere Freiheit, gleiche Rechte für alle, unsere Demokratie werden von vielen Seiten angegriffen, vor allem von rechten Gruppen und Parteien. Sie können nur gewinnen, wenn alle anderen schweigen. Ihre Botschaft ist nur Hass und Ausgrenzung. Du aber rufst uns zu Barmherzigkeit und Liebe auf. Darum bitten wir dich, gib uns den Mut, aufzustehen und unsere Stimme zu erheben.
für alle, die bedroht sind von Ausgrenzung und Diskriminierung. Gib uns die Kraft und Ausdauer, einzustehen für die Unantastbarkeit der Würde aller Menschen, für unsere Freiheit und Demokratie. Wir rufen zu dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Du Gott aller Menschen, in vielen Ländern der Welt werden Lesben, Schwule und queere Menschen diskriminiert, verfolgt oder sogar mit dem Tod bedroht. Oft steht Kirche noch nicht an ihrer Seite. Wehre der Gleichgültigkeit und jeder Gewalt gegen sie in Worten und Taten und schenke ihnen Mut, Beistand und Schutz. Wir rufen zu dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Du Gott aller Menschen, in Gesellschaft und Kirche können Menschen, die sich als Frauen fühlen und die als Frauen leben, immer noch nicht selbstverständlich und gleichberechtigt ihren Platz einnehmen. Darum bitten wir dich für eine Gesellschaft und Kirche, in der Frauen in ihrer Vielfalt mit Respekt und Wertschätzung begegnet wird und in der ihre Fähigkeiten und Begabungen als Gottesgabe anerkannt und gefördert werden. Wir rufen zu dir, wir bitten dich, erhöre uns. Du Gott aller Menschen, junge, queere Menschen müssen sich immer noch für ihre Identität rechtfertigen, werden in der Schule diskriminiert oder finden im eigenen Elternhaus kaum Unterstützung für ihren doch recht steinigen Weg. Und so bitten wir dich, schenke jungen Menschen Mut und Kraft und hilf ihrem Umfeld, sich ihnen zuzuwenden und nicht gegen diese zu arbeiten. Wir rufen zu dir. Du Gott aller Menschen, viele queere Menschen haben ihr Leben in Gottes Hand zurückgegeben, ohne eine Chance gehabt zu haben, so zu leben, wie sie waren. Viele Trauer queerer Menschen konnte nicht gezeigt werden oder fand keine Achtung. Wir bitten für sie alle und wir hoffen, dass dies nicht mehr die Zukunft queerer, sterbender und trauernder sein wird. Ich denke besonders an Ulla Meier und Manfred Klaus, die uns vor kurzem aus der Community verlassen haben. Wir rufen zu dir. Am Fürbittort vor dem Dom wurden folgende Fürbitten formuliert. Stärke und ermutige alle, die sich in unseren Pfarreien ehrenamtlich engagieren. Wir rufen zu dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass es meiner Oma und meinem Opa gut im Himmel geht und dass wir uns irgendwann wiedersehen und dass es auf der ganzen Welt keinen Krieg mehr gibt. Wir rufen zu dir. Ja, du bist der Gott aller Menschen, mit uns auf dem Weg und lässt keinen von uns im Stich. Das gibt uns Mut und das richtet uns auf. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen.
alles, was uns bewegt, was wir im Herzen haben, was uns verbindet, das bringen wir vor Gott in dem Gebet, das Jesus Christus uns geschenkt und ins Herz gelegt hat. Mit seinen Worten beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Gott, wir danken dir für unser Beten und Singen in dieser Stunde, für unsere Gemeinschaft und für dein Wort. Du hast uns einmalig, bunt und verschiedenartig geschaffen. Jesus von Nazareth hat uns gezeigt, dass du mit uns bist und niemanden zurückweist, der zu dir kommt. Hilf uns, dass wir im Geist Jesu Vorurteile überwinden, aufeinander zugehen, uns begegnen und annehmen. Lass uns mit dir gehen, heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal Platz, bitte. Zum Ende des Gottesdienstes möchte ich Ihnen noch ein paar Hinweise geben. Wenn Sie im Anschluss an den Gottesdienst unmittelbar Fragen zum AK Queer haben oder zur queersensiblen Pastoral, stehen Ihnen Mitglieder des AKs gerne gleich am Ausgang dafür zur Verfügung. Sie erkennen sie an den Namensschildern. Darüber hinaus können Sie die Gelegenheit zum Austausch während der Heilig-Rock-Tage am kommenden Freitag, den 19.04. nutzen. Um 12.15 Uhr findet auf dem Hauptmarkt das ökumenische Mittagsgebet statt, das an diesem Tag von Mitgliedern des Arbeitskreises Queer gestaltet wird. Ebenfalls am Freitag befindet sich der AK Queer von 14 bis 17 Uhr im Info-Aktionszelt auf dem Hauptmarkt und freut sich über die Begegnung und den Austausch mit Ihnen. Wiederum am Freitag um 17 Uhr findet das Pontifikalamt mit Bischof Betzing statt. Nach dem Gottesdienst besteht die Einladung und die Möglichkeit zur persönlichen Segnung für alle. Im Namen des AK Queer lade ich Sie herzlich ein, die Angebote für sich zu nutzen. Dankeschön. Zu den Gottesdiensten an den Heilig-Rock-Tagen gehört es, dass wir einladen, in die Heilig-Rock-Kapelle zu gehen, um uns dort zu versammeln, um den Schrein, in dem die Tunika Christi aufbewahrt wird, die ja ein ganz besonderes Zeichen dafür ist, dass Jesus Christus den Weg der Achtsamkeit, der Zuneigung und Liebe zu uns ohne Gewalt bis zum Ende gegangen ist und dass er bereit war, wirklich alles zu geben. Dafür ist der Heilige Rock ein sehr starkes geistliches Symbol. Herzliche Einladung, dass Sie sich anschließen, dass wir auch noch zum Gebet in die Heilig-Rock-Kapelle jetzt gleich hinaufgehen. Aber ich will den Gottesdienst nicht beschließen, ohne auch noch einmal Julius Milde zu danken für die musikalische Mitgestaltung. Alle haben sich ja zurückgehalten mit dem Applaus während des Gottesdienstes, aber jetzt meine ich, hat es auch noch mal einen besonderen Applaus verdient, zusammen mit dem Herrn Still. Denn diese Art von Musik und dann auf diese Distanz, das haben wir ja nicht so oft im Dom. Deshalb also wirklich nochmal Danke und Kompliment und bitten wir jetzt Gott um seinen guten Segen für uns und für alle, die zu uns gehören. Und vielleicht auch für Menschen, wo Sie sagen, die habe ich innerlich mitgenommen in diesen Gottesdienst, um deren Anliegen, Fragen, Nöte weiß ich. Und wir stellen auch die ganz besonders unter Gottes Segen.
Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lasst uns gehen in Frieden. Gepriesen seist du, Herr, Sohn des lebendigen Gottes, der du für uns Mensch geworden bist. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Gedenke deiner Christenheit und führe zusammen, was getrennt ist. Amen. Gepriesen seist du, Herr, Sohn des lebendigen Gottes, der du das Kleid der Armen getragen hast. Gepriesen seist du, Herr, Sohn des lebendigen Gottes, dessen Kleider auf dem Berg weiß wurden wie Schnee. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Gedenke deiner Christenheit und führe zusammen, was getrennt ist. Amen. Gepriesen seist du, Herr, Sohn des lebendigen Gottes, der du für uns deiner Kleider beraubt wurdest. Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Gedenke deiner Christenheit und führe zusammen, was getrennt ist. Amen. Gepriesen seist du, Herr, Sohn des lebendigen Gottes, der du deinen ungenähten Rock nicht hast zerteilen lassen. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Gedenke deiner Christenheit und führe zusammen, was getrennt ist. Amen. Gepriesen seist du, Herr, Sohn des lebendigen Gottes, der du für uns den bittern Tod am Kreuz gestorben bist. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Gedenke deiner Christenheit und führe zusammen, was getrennt ist. Amen. Gepriesen seist du, Herr, Sohn des lebendigen Gottes, der du für uns glorreich von den Toten auferstanden bist. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, erbarme dich über uns und die ganze Welt. Gedenke deiner Christenheit und führe zusammen, was getrennt ist. Amen. Gepriesen seist du, Herr, Sohn des lebendigen Gottes, der du einst wiederkommen wirst mit großer Macht und Herrlichkeit. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Gedenke deiner Christenheit und führe zusammen, was getrennt ist. Amen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit.